At Home Alone. Eine Kurzgeschichte mit einigen Plottwists. Viel Spaß. Sorry, Juri, da war fast nicht klar. Ja, schon okay. Haben wir halt nur noch einen Husband. Hat jemand die Schusswaffensammlung gefunden? Ja, wir sind jetzt auf einmal rot geworden? Und männlich? Endlich! Ich hab dich gefunden. Ich hoffe, es funktioniert dieses Mal. Bunk! Ah, es tut weh! Ich kann da nicht durch. Bunk! Dammit! Das muss es sein! Dieser Bustard! So nah! Was lernen wir daraus? Öfter mal gegenbumsen, dann kommst du auch durch. Mama geht raus, du solltest zu Hause bleiben. Renn nicht so viel draußen rum. Ja, Mama. Headpads. Mama, dein Gesicht. Ja, irgendwie ist das, also... Bye, Mom. Ja, ich soll jetzt mal wieder nach Hause gehen, hier in mein Zimmer. Ja, was soll ich jetzt tun? Ja, ich weiß nicht. Kantai. Ach so, also können wir jetzt hier weitermachen sozusagen. Wo ist er? Das ist nicht irgendwie komisch. Sie hat da gesessen auf dem Sofa. Wo ist er hin? Kantai. Sprich mit mir. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ist er nach oben gegangen? Ja, wir gehen da zusammen hoch. Kantai. Ja, ich gehe nach oben. Diesmal gehen wir mal nicht raus. Kantai. Kampai. Die Tür ist verschlossen. Kantai! Bist du da? Antworte mir! Ist nach Hause zu gehen? Wie lange willst du hier noch spielen? Ei! Vor allem ist das mein Ruf. Ich hole den Backup Key. Tut mir leid. Ja, ich weiß, wo der Backup Key ist. Wir haben den schon gefunden. Kampai! Kampai! Wenn wir nicht noch vorbeigehen rennen würden, dann schaffen wir das auch, den zu holen. Yay, Backup Key. Können wir noch ein Stück holen? Nö. Nee. Water. Da, okay, wir trinken. Hier. Da. Klick. Ist das Mama, ein Vogel? Vielen Dank für den Sack. Ist das ein Flugzeug? Dankeschön. Nein, es ist... Geil, versteck dich nicht, komm raus. Abonnent. Wir werden jetzt suchen zu helfen. Helfen zu suchen. Liegt unterm Bett. Da, was war das für ein Geräusch draußen? Da ist Blut. Könnte es sein? Kantai, warum? Nein! Wer hat das getan? Sorry, ich hab zu viel Hunger. Verstehe ich. Ja, ich lege meine Schlüssel da auch mal hin. Schon wieder was? Ja. Bumm. Damn it! Geh mir aus dem Weg! Wies! Können wir mit Anlauf dagegen ran? Was passiert hier? Ja,
Ja, wir bleiben zu Hause, wir rennen nicht so viel draußen rum. Ja, ja. Z. Headpad. Okay, der Pinguin. Ja, wir gehen in unseren Raum, ne? Was sollte ich als nächstes tun? Oh, Kuchen. Nice. Hier, Kuchen. Wow, danke schön. Ja, gar kein Problem. Diesmal gehen wir nicht raus. Ich werde dich zu einem interessanten Ort bringen. Dort können wir spielen. Ein interessanter Ort. Ja, du wirst es verstehen, wenn wir da hingehen. Warte mal kurz. Ich glaube, das Bild ist ein bisschen verrutscht, oder? Na, guckt mal, ihr seht ja mein Teil gar nicht. Warte, ich muss es erst aufessen hier. Ja, ja, mach mal. Ich guck dir zu. Ja, okay, los geht's. Wir gehen nach draußen. Hä? Der ist doch schon tot, oder? Nee, wir sind ja in der Zeitschleife. Das fängt immer wieder von vorne an. Bah, was ist das hier? Nee, wo ist es? Folge mir einfach. Was ist falsch? Was ist... Mein Bruder ruft mich. Vielleicht hast du das dich verhört. Oh, wie nein, wie traurig. Der Junge, den wir 5 Minuten kennen, ist tot. Wie traurig. Wer hat nur Lust auf. Wer hat Lust auf Kuchen? Ja. Ich hab nichts gehört. Wirklich? Ich hab's gerade gehört. Dieser Sound, der war so. Ja, familiär. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht ist es nur eine Illusion. Jetzt komm schon, komm jetzt schnell hier mit her. Komm jetzt ran hier. Ja, bekannt, danke. Mir kommt nichts bekannt vor, deswegen kenne ich das Wort nicht. Wohin bringst du mich? Möchtest du Verstecken spielen? Aber wir haben nicht genügend Spieler. Es würde mehr Spaß machen, wenn wir mehr hätten. Vielleicht kann ich rufen und es kommen mehr. Not Hide and Seek. Also wir spielen nicht Verstecken. Was willst du dann spielen? Murder at Midnight. Join me. Ich weiß, was es auf Englisch bedeutet, aber ich kann es gerade nicht übersetzen. Ach, jeder weiß, was Join me heißt. Was soll ich join? Komm mit, folge mir, bleib, snooze du für immer. Du musst einfach mit mir mitkommen. Da sind sehr viele Leute, die mit uns spielen. Komm schon, sei ein Teil von mir. Was redest du da? Was für ein Teil? Ich muss nach Hause. Komm hier rüber. Gut. Ich hab dir gebracht, was du möchtest. Also, unsere Vereinbarung, unser Deal, unser Termin. Nicht jetzt, du musst es mir erst geben. Klingt wie eine Frau. Nee, ich hasse es, wenn mein Handy blinkt. Ich muss das kurz wegmachen. Du musst es mir erst geben. Das Kind ist halt eine Pflanze. Geh darüber. Die Schlinge ist
dein Ankunftsort, da musst du hin. Oh ja, Schlinge, schaukeln, yay. Pinkhaarige Kinder sind alle Mörder. Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nach Hause! Schnapp ihn! Ja! Es ist mein Haus, du kommst hier nicht raus. Du hast immer noch dieselbe Antwort. Du hast... Ist es das, was du möchtest in deinem Herzen? Egal, wie oft du es wiederholst. Du musst ihn fangen! Wo bist du? Komm hier zu mir. Sie stand so in deinem Haus, die ist irre. Ist abgeschlossen. Ich werde dir nichts tun. Komm jetzt raus. Hallo. Ja, wir gehen zur Küche und wir werden es uns nehmen. Der Backup-Key ist weg. Es ist derselbe Weg. Ich glaube, ich weiß, warum es ein Horrorspiel ist. Wieso waren wir jetzt falsch? Nein, also der Plan ist schiefgegangen. Nein! Warte! Die Dinge haben sich irgendwie geändert. Es regnet. Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. 5, 8, 1, 2, 1, 6. Fünf, eins, zwei, eins, sechs. Ja, Continu. Ach, mit Strafe jetzt wieder mal so. Dankeschön, danke. Man geht raus. Wir laufen nicht so viel draußen rum. Nein, ist klar, Mama. Bett. Steck so fest, muss dir helfen. Mom, geht's dir gut? Wir müssen jetzt nicht zurück in unser Zimmer, ne? Unser Mom steckt in der Tür fest. Hey, wo ist das Safe hin? Ist verschlossen. Oh, unser Tagebuch.
Juli 8, 2033. Nichts. Juli 9. Sonnig. Heute bin ich rausgegangen, um zu spielen, wie immer. Und dann habe ich ein süßes Mädchen gesehen mit blonden Haaren. Auf der Seite der Straße. Sie hatte ungefähr mein Alter. In der Hand hatte sie eine Leine und einen sehr, sehr süßen Hund. Also sie ist sehr langsam gelaufen und irgendwas hat zu ihr zurückgeschaut. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte unbedingt mit ihr befreundet sein. Ich werde irgendwann mal mit ihr reden und dann werde ich mit ihr spielen. Wäre ich doch nur rübergegangen und hätte sie gefragt. Möchtest du mit mir befreundet sein? Hätte sie das angenommen? Juli 10. Ah, was für ein schlechtes Glück. Auf dem Weg haben große Brüder mein Eis runtergeschmissen. Ich habe noch nicht mal ein paar Schleckerchen davon abgehabt. Seltsam ist ja, ja. Ha. Das war das Geld, was ich für ein paar gewisse Tage gespart habe. Ich bin so wütend, als ich das jetzt hier hinschreibe. Aber dieser große Bruder, der hat immer herumgeschaut. Hat er Geld verloren? Juli 11. Wolkig. Ich bin denselben Weg jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Aber ich habe dieses blonde Mädchen einfach nie wieder gesehen. Ich hatte keine Chance. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Oh, aber ich will sie unbedingt wiedersehen. Alleine zu spielen ist immer so langweilig zu Hause. Auf dem kalten Sofa. Mama kommt immer sehr spät zurück. Ich wünschte, sie hätte mehr Zeit mit mir. Sie würde mehr Zeit mit mir verbringen. Coldly. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr gruselig alleine zu Hause. Es ist so ruhig mit irgendwelchen komischen Geräuschen. Ich habe manchmal das Gefühl, da sind Augen, die mich anstarren aus dem Dunkel. Werde ich entführt von diesen bösen Jungs, wie bei den News und dem Fernseher? Macht das keinen Spaß, ja. Juli der 12. Er hat mich gesehen. Der komische Onkel mit den roten Haaren, der immer an der Straße steht, der starrte mal auf mein Haus. In letzter Zeit habe ich ihn dort öfter stehen sehen am Fenster. Der ist so scary, es ist so gruselig. Mom, komm schnell wieder zurück. Nothing, also sie hat mehr nicht geschrieben. Wer ist das? Hä, das ist so komisch. Warum ist hier niemand? Wer hat die Türklingel geklingelt? Da ist jemand an der Tür. Hey, warte. Was machst du hier? Das ist so komisch. Was ist falsch? Was ist denn? Ich weiß nicht. Ich fühle mich nur komisch. Was macht dich komisch zu fühlen? Ich weiß es nicht. Möchtest du reinkommen mit mir spielen? Nee, ich will nicht. Da ist niemand da. Es ist immer so langweilig zu spielen. Komm schon. Okay, ich habe sogar ein Stück Kuchen. Soll ich dich damit ein bisschen verwöhnen? Kuchen. Komm schon, folg mir. Vielleicht müssen wir hier reingehen. Okay, folgt mir überall hin.
Mom? Mom? Folgt mir. Da, hier, setz dich da mal hin. Da ist unsere Mutter schon wieder. Komm schon, setz dich hier hin, auf diesen Platz. Dein Haus ist wirklich sehr groß und das Sofa ist sehr weich. Ich bin sehr comfortable. Also, was spielen wir jetzt? Warte einen Moment, ich muss erst mal hier den Kuchen holen. Sitz hier, ja, ich hole den Kuchen. Wow! Ja. Gefritterator. Können wir schon den Key nehmen oder die Gun? Ich kann das jetzt nicht öffnen. Ich kann damit nicht spielen, okay. Kuchen! Ein belegtes Brot mit Kuchen. Hi. Wow, danke. Was für ein interessanter Platz. Lass mich das jetzt mir hier aufessen. Ich schnappe mir mein Glas Wasser und rieche rein. Okay, das ist Wasser. Kein Alkohol. Okay, lass uns gehen. Wir sollen ins Backyard gehen hier. Hi, Mom. Wo ist es? Folg mir einfach. Was falsch? Ich habe irgendwie meinen Bruder gehört, der mich ruft. Hast du das vielleicht verhört? Ich habe nichts gehört. Ich habe es gerade erst gehört. Das hat sich so ein bisschen gleich angehört. Das ist vielleicht nur eine Einbildung. Komm schon, komm hier schnell. Wo bringst du mich hin? Wollen wir Verstecken spielen? Aber wir haben nicht genügend Leute. Es wäre lustig, wenn wir mehr haben. Vielleicht können wir das spielen mit mehr Leuten. Nee, nicht Verstecken. Was wollen wir dann spielen? Hallo? Sei ein Teil von mir, bla bla. Du musst mir joinen, bla bla. Ja, du bist gruselig, du als Snitch. Was redest du? Was für ein Teil? Entschuldigung, ich muss nach Hause, der Kuchen war echt lecker, aber bye, Bitch. Komm hierher. Okay, komm hierher. Ich bin ein Zombie. Okay, sehr schön. Dramatischer Szenenwechsel. Ich hab dir gebracht, was du wannst. Was du wannst? Was du möchtest. Geister! Ah, so Verabredung. Nur so Vereinbarung. Ah, jetzt nicht. Du musst es mir erst geben. Du! Du musst da hin. Da, die Schlinge. Da musst du hin. Okay. Oh no, ich will nicht. Du bist ein Freak. Ich möchte nicht. Ich möchte nach Hause. Hinterher. Weil der will nicht so rein. Fang ihn. Fang ihn. Dein Bruder. Wir sind ganz schön wieder. Wir müssen ihn fangen. Wir müssen erstmal hier einen Schlüssel holen. Nee, nicht da lang. Hallo. Vielleicht gar nicht da drin, sondern hier drin, ne? Dass ich hier in der Waschmaschine verstecke. Da war schon wieder ein Schatten. Ich hab's genau gesehen. Mich gibt's nicht nur zweimal, mich gibt's schon insgesamt, glaube ich, dreimal oder so. Können wir uns hier verstecken und ihn abfangen? Sei nicht ängstlich. Ich möchte dir nichts tun. Komm raus jetzt hier.
Klopf, klopf. Knock, knock, knock on heaven's door. Wir müssen jetzt hier den Schlüssel taken. Take, 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 take. Overtaker. Nee, ist mein Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht mehr da. Wir haben die Gun. In the same way. No, my brother from another mother. Pew, pew, pew. Mama, hilf mir. Komm, ich will dich retten. Ja, nochmal nachgucken. Lebst du noch? Muss ich nochmal schießen? Oh nein, was ist passiert? Oh, Spiel vorbei? Hä? Abgestürzt? Spiel hat gesagt nein. Danke fürs Zusehen und denk daran zu abonnieren, liken und kommentieren.